Weg. Ich finde, wenn man das nicht weiß, dann hast du echt ein großes Problem, weil du dann später... Da ist ein Trank. Ich bin aber sogar in die... Halt! Ah, ganz knapp hier. Ja. Ja, vor allem, also ich meine, wer sich mit denen anlegt und die dann schafft, großen Respekt, aber wenn du sie halt dann nicht mehr schaffst. Einfach aufgespießt, ja. Und jetzt schnell zu dem Feuer. Jetzt. Ich hasse diese Kamerafahrt. Ich hoffe, das reicht noch. Das reicht nur für gut, was soll das denn? Was meine ich, denn der Perfektmodus bringt dir da eigentlich gar nichts. Du brauchst den vorher, dann kriegst du die da unten alle in Perfekt. In Imperfekt. Ja. So. Aber nicht im Präteritum. Oh. Falsche Taste. Wer als erstes drückt, als erstes drückt. Ich weiß, ich weiß. Das sieht man gar nicht. Wir kriegen beide, es wird immer aufgeteilt. Ja, ich weiß, aber ich meine nur. Keine Sorge, Herr Frodo, ich hab dich nicht vergessen. Genau, so mitten im Kämpfen. Was wollte ich hier eigentlich? Ja. Wo willst du denn hin? Ach, nicht da rein. Nee, hier. Lang. Na toll. Oh oh. Wieso leben hier denn noch so viele? Waren noch eben nicht so viele. Ich dachte, er lebt noch. Ich dachte, er hat sich noch bewegt. Er hat sich bewegt, weil meine Axt ihm zwischen den Nerven hängt. Das, achso, soll ich holen? Ja. Jetzt werde ich verprügelt. Jetzt prügel ich mich mal da raus. Falls ihr nicht wisst, wo wir sind ganz links. Bildschirm. Warum verprügeln die sich nochmal gegenseitig? Weil oben ein Kampf angefochten, ja, angefacht wurde. Halt, 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 komm zurück, da sind ja noch welche in dieser Lu. Hier, genau. Weil oben der eine hat halt das Mithril-Hemd gefunden vom Frodo. Und der andere wollte es halt auch haben und somit haben sie dann diesen Fight angefangen. Und das ist natürlich nicht schön. Hey. Und deswegen haben sie das halt da. Deswegen verprügele ich mich gleich mit komplett allen, die dort sind. Nee, nee, also im Film ist ja so, und da auch im Buch, Samwise hat halt den Ring bei sich. Und dadurch wirkt er größer und auch seine Stimme klingt mächtiger. Und er nutzt halt die Dummheit der Orks aus. Stopp, warte mal. Nicht laufen. Dann können wir vielleicht noch ein paar Punkte von denen kriegen. Falls das geht. Von denen da oben. Doch, geht. Jetzt rippen wir die einfach ab. Ich kann nicht mehr weglaufen. So. Lass die Brücke runter! Die machen Kleinholz aus uns weg hier! Dein ist immer noch grün von der Markierung. Okay. Hä? Ich werde mich diesmal so hinstellen, dass ich direkt da entlang renne. Deswegen warte dann kurz, bevor genau, du schießt. Genau, ich warte dann. Alles schaffe ich nicht. Vielleicht kann ich sie damit ablenken. Machen wir erstmal den platt und dann. Schild verloren und rund geht's.
So, warte. Ja, genau. Ich gehe schon hier hin. Ich gehe schon ganz... Jawohl, und dann kann ich direkt rein. Soll ich warten noch? Nee, nee. Rein? Jetzt. Dodaka, was war das denn? Oh. Das ging gar nicht schneller. Wie geht das denn jetzt? Ah. Warte mal, ich muss mal kurz den Controller ablegen. Jetzt bin ich echt gedemütigt. Das ist ja echt gerade sehr krass. Also normalerweise komme ich wenigstens über die Brücke und dann schafft man das gerade so. Aber ich konnte ja gar nicht, ich habe ja nirgendwo gestoppt. Ja, so war das bei mir. So war das eben vorhin bei mir. Ich habe das ist ja was irgendwie, ich jetzt diesmal geschafft komisch. Hab. Irgendwie komisch. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause, ja, oder? Ja. Und dann versuchen wir es danach nochmal. Also, bis zur nächsten Folge. So, willkommen zurück bei Rückkehr des Königs mit dem Brutwalk. Ei. Und mit dem Dodaka. Und wir versuchen jetzt nochmal Kirit Ungol. Denn wir haben uns da ein bisschen besprochen. Wir werden die am Ende jetzt einfach abmetzeln. Und dann sollte die Brücke ja nicht einstürzen, eigentlich. Eigentlich. Und dann sollten wir locker flockig da drüber spazieren. Dann gehen wir nochmal, gehen wir hoch und gehen nochmal runter und gehen nochmal hoch und nochmal runter. Dann probieren wir das ein paar Mal. Und dann fällt sie ein. Nein. Wenn diesen Ratten aus Mordor nicht das Kommando überlassen. Genau, hier hörst du ja schon. Bewegung, verteilt euch. Bringen wir es hinter uns, endgültig. Jawohl. Herr Frodo ist in diesem Turm. Ich muss zu ihm, wenn ich nur wüsste, wie ich all diese Orks loswerde. Ah. So. Da oben ist die Tür. Oh, Perfektmodus. Schön. Ach, so wird man schneller perfekt. Mal die 2 drücken. Tatsache, der Kreis füllt sich mit der 2 viel schneller als mit nur der 1. Ich habe nämlich die ganze Zeit ganz viel 1 gekämpft nur. Aufgestiegen. Könntest du den mal... Ach, jetzt. Schild habe ich auch. Oder warst du das jetzt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, mein Messer ist geflogen, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt getroffen habe oder ob du den getroffen hast. Ist immer so unpraktisch, dieser Perfektmodus ist halt super kurz. Ja. Bin doch schon so klein. Jawohl. Ich hoffe, das zählt noch. Bitte zähl. Ah. Und tschüss. Ah, ja, na, so halb. Also, einer ist für mich perfekt gegangen und einer war irgendwie gut für dich. Weil das teilt sich ja dann auch wieder. Ah, du bist der. Ah, jetzt häng ich hier. Das ist schon blöd gemacht, ne? So vom ein bisschen. Also, klar, es sind enge Räume, aber es ist schon irgendwie. Oh, ich bin gleich schon wieder. Hol dir den da, Trank, will hol ich dir ja gerade. Kannst umstoßen. Ach so. So. Jetzt ist er gerade reingelaufen. In dem Moment. Jawohl. So, direkt abziehen. Gar nicht lange. Der hat nicht gezählt. Jetzt brauche ich aber einen Trank. Kurz bevor er sich anspringt, zack. Vielleicht komme ich so in den Turm. So, jetzt musst du aufpassen. Ja. Oder ich. Ja. Muss ich jetzt hier stehen? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
Oh nein, oh nein, oh nein. Das war's, Michael, das war's. Ich kann nichts machen. Das war aber eine kurze Runde. So. Schon wieder abgelost. Aber das war jetzt spieltechnisch. Ich habe halt keinen Trank gehabt. Wie hätte ich das denn da auffüllen können? Ja, ja. Er hat sich erst vorhin den grünen Trank dann genehmigt, Leute. Ihr habt's gesehen. Hä? Ja, ich will das hier überspringen. Ihr merkt schon, wir sind ein wenig genervt und schreit gerade. Ja, ich hab schon, also... Zweimal kurz vor Schluss ist halt schon ein bisschen... Wieso war der jetzt nicht mal ausgewählt? Da oben ist die Tür. Ich muss nur irgendwie hinauf. Der immer so lange drum rumlaufen muss, damit der Trank wirkt. Ja, man hätte die hier auch noch platt machen können, direkt. Das fällt mir gerade auch ein, das haben wir aber auch noch nicht so gemacht. Vielleicht ist das mal die gute Art. Jetzt hängt schon wieder fest. Ich wollte vorhin noch sagen, es läuft ja richtig gut, keiner hat bräuchte von uns jetzt dringend den grünen Trank. Ja. Und dann haben die zweimal auf mich draufgekloppt und, ja. Na komm, den will ich wenigstens... Ach. Jawohl, der hat noch gezählt. Ah ne, sorry. Was springt der auch da rum? Na, so, geht doch. Ja, sehr nett, danke. So macht man das. Und tschüss. Fallt alle brav um. Ach, da lebt noch einer. Voll daneben geworden. So. Ich glaube, ich jump direkt zum Trank. Jetzt musst du aufpassen. Warte. Geh mal zurück. Ich hab da schon einen. Trifft er den oder trifft er den nicht wegen dem... Nee, ich glaube, es geht nicht. Komm. Ich gehe schnell zum Trank und du schmeißt die Feuerdinger um. Naja, auf. Schnell zum Trank ist leicht gesagt. Okay, ne? Los. Oh, 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 oh. Jetzt, das war ja ganz scheiße. Du hast gesagt, wirf die Dinger schnell ja, um. Ja, der hat mich dann noch kurz vor umgenockt. Geh du zum Trank jetzt. Geh zum Trank. Ich kann nicht, weil ihr gleich zwei mit so sterbe, dicken Dingern. Ich sterbe, ich bin noch tot. Nein! Rage-Modus! Jetzt wollen wir es aber wissen. Jetzt habe ich langsam echt... Also jetzt... Jetzt muss das hier sitzen. Jetzt tut mir echt der Kopf schon langsam weh. Bisher war das mein Lieblingslevel, aber so langsam. Wird's vom Lieblingslevel? Was ist denn das hier vorne überhaupt? Dieses komische Ding, was sich da dreht. Sind so Wachstatuen. Die sich drehen können. Ein bisschen böse gucken. Ja. Die lösen eigentlich so einen stillen Alarm quasi aus. Aber den hören die nicht, weil die gerade anders beschäftigt sind. Ich gehe da vorne hin und klatsche die direkt um. Oder so. Da oben ist die Tür. Ich muss nur irgendwie... Rum. Ich bin jetzt schon fast tot. Was ist das denn hier? Jetzt wird's langsam peinlich. Jetzt auf. Wir fallen immer weiter zurück. Schön abgerippt. Ja, du hast den Trank dafür abgerippt. Ja, aus Versehen. Aber ich kann doch nichts dafür. Ach du meine Güte, Leute. Jetzt wird's peinlich.
warte, bis du wiederkommst. So. Sehr schön. Einen Vorteil hat's, wir haben jetzt beide wieder volles Leben. Eben haben wir es doch geschafft mit vollem Leben. Ganz beim ersten Mal. Ja, ja, ja. Ich glaube, das läuft jetzt hier gerade wie bei Battlefield, ne? Erst wenn wir einmal richtig neu starten, dann packen wir die hier direkt beim ersten Mal. Wir haben die anderen ja auch fast beim ersten Mal gepackt. Bei Kankra jetzt nicht, aber die andere haben wir doch direkt. Das war ja ein Pipi-Schlag. Ups. Wie soll ich da bloß durchkommen? Ach, jetzt springt sie hier zurück. Gehst direkt zu dem Feuerding. Na, kannst du ja nicht direkt. Was der Eingang in den Turm ist? Sind ob sie jetzt alle auf perfekt bekommen? Ein, zwei. Ja, mehr habe ich da meistens auch nicht draus gezogen. Hallo? Wieso trifft der mich und ich ihn nicht? Verstehe ich nicht. So, jetzt... Wie machen wir es? Du hast wenig Leben, soll ich... Ich versuche ja, erstmal ein paar wegzukloppen. Diese hinten ja, da... Ja, genau. Komm, wir locken die einfach hier das, in den Gang. Komm. Ja, das bringt nichts. Kommen die mit? Nicht. Aber doch, jetzt ist hier der eine schon mal hier vorne. Den können wir schon mal... Ja.